Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Vampire the Masquerade Blutlinie mit mir, der Vampi, und dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Vampi und auch ein herzliches Hallo von mir und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Together. Ja, liebe Leute, nachdem wir das letzte Mal so viele technische Probleme hatten, hoffen wir, dass das jetzt in dieser Aufnahme jetzt endlich mal besser laufen wird. Wir sind zuletzt stehen geblieben bei der Rettungsaktion für die Kiki hier, die Tusse, die uns zum Schluss ziemlich beleidigt hat. Du hattest sie auch nicht ausreden lassen, oder? Ja. Kann das sein, dass du sie dann hinterher unterbrochen hattest, um so schnell zu beenden? Ja, ich hatte das schnell beenden wollen, weil wegen du ja nicht dabei warst und das war dann einfach blöd. Ja, aber das ist dann trotzdem scheiße gewesen für die Zuschauer, weil die hätten das ja dann noch lesen können. Nee. Ja, gut. Ich muss sie noch erziehen, liebe Leute. Sorry dafür. Oh, das schafft sie nicht. Das versucht sie schon seit langem. Das schafft sie nicht. Ich hab's ja schon zum Teil geschafft. Das, bist du dir da sicher? Liebe Leute, das will er nur nicht zugeben. Ah, ist klar, Bambi, ist klar. Ja, wir sind jetzt hier bei den Bädern. Also das ist nicht nur ein Massagebereich, sondern auch noch... Bäder sind auch noch hier mit drin, im unteren Geschoss. Hattest du das nicht letztes Mal auch schon gesagt? Fragezeichen. Nein. Nein. Okay. Nein. Wir haben uns oben in den oberen Etagen zuvor mit den Tongs gekloppt, um das Mädel hier rauszukriegen. Das hört sich auch falsch an. Ja, wieso? Hast du gekloppt gesagt und nichts anderes? Nicht, wir haben uns mit den Tongs beschäftigt oder sowas, was dann ein bisschen falscher, sag ich mal, verstehen könnte, als das du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall raus. Die Quest von dem Opi in diesen einen Antiquitäten-Shop, sag ich jetzt mal, haben wir, glaube ich, auch bereits erfüllt. Und ja, jetzt werden wir weiter voranschreiten, liebe Leute. Das sage ich nach 2 Minuten Aufnahme. Das ist sehr schön. Super. So muss eine Aufnahme beginnen. Klar, immer. So. Und ja, die Kiki ist jetzt nicht hinter uns. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist vom Spiel. Ich habe keine Ahnung. Oder wir sind zu schnell für sie. Vorher hat sie sich hingehockt. So. Wir sind zu schnell für sie. Ja, Wendy. Mhm. Oh, an was zu schnell denkst du denn jetzt schon wieder? Das ist ja furchtbar hier. Ich weiß es nicht. Nach der kleinen Konfig gestern Abend. Also. Solange jetzt hier kein Mörder mit dem Löffel auftaucht. Ja, sehr denn, schön. Liebe Leute, ihr müsst wissen, wir haben gestern ein Video uns angeguckt, was den längsten Titel auch überhaupt hat. Irgendwie The Slow Horrible Murderer, keine Ahnung, Dingens. Der Leute mit einem Löffel zu Tode geklopft hat. And again, and again, and again. Und jetzt reden wir mal mit dem alten Opus hier. You are always welcome. Mit seinen zwei verschiedenen Augen. Oh, guckt uns so komisch an. Ja, da guckt der Verleger an die Decke so, Entschuldigung. Ja, hier sind die Augen. Ja. Yes. Do you like it there? These are an excellent addition to my shop. Guck doch nicht so böse, Oppes. Wir haben doch alles gemacht, was du wolltest. Das hört sich falsch an. Oh mein Gott, was sollen wir ihm jetzt bringen? Ich sag's lieber nicht. Ja. Lassen Sie hören. Unglücksbauern. Wir sind sein Bauernopfer, nein. Ja, ich denke mal, das ist ein Bauer, der kein Glück bringt, ne? Ja, genau. Nein, aber vielleicht sagen Sie es mir. Beziehungsweise uns. Has bought an unlucky talisman from me and wishes it delivered to an enemy of theirs. I need you to place this. Guck doch nicht so böse. Of a patron at the Lotus Blossom Massage Parlor, so that the bad luck can bloom. Okay, ein Unglückstalisman, habe ich vorher auch noch nie was von gehört, aber okay. Interessant. Ja. Mehr nicht? Okay, das mache ich. My customer mm-hmm. Den Spind, den wir vorhin schon gesehen haben. On his enemy's locker. Plant the talisman. Unglücksbauer.
Oh, jetzt grinst er. Jetzt ist Ja, er wo er uns als Unglücksbauer hat. Wir sind aber kein Unglücksbauer. Wir sind eigentlich sehr nett. Eben. Ah, Mensch, 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 Mensch. Wir schlachten nur den einen oder anderen ab, aber egal. Ja. Solange sie mich bezahlen, sind wir Partner. Bis später. Okay. Und jetzt werden wir uns durch sein wieder rausschummeln. Ist ja eigentlich gut, dass Kiki jetzt nicht bei uns war, sonst hätte sie wahrscheinlich noch weniger von uns gehalten, wie wir ihm die Augen überreichen und sowas alles. Ja, die hält doch sowieso schon nichts von Na, stimmt, uns. blöde Kuh. Also von Obwohl sie daher, uns gar so nicht viel kennt, würde das. ey. Immer diese Vorurteile gegenüber den Ja. armen Vampiren. Aber echt. Nur weil Prinz LaCroix so kacke ist. Ich habe übrigens, das kann ich schon mal so sagen. Ich habe die Serie, die du erwähnt hast, den Clan der Vampire, habe ich in den jeweiligen Part jetzt noch in die Beschreibung Sehr gepackt. schön. Ja. Wollte ich auch noch mal angemerkt haben. Und jetzt packen wir einmal den Unglückstalisman rein. Ja, schnell loswerden, bevor er uns noch Unglück bringt. Anscheinend ist das hier ein Missverständnis. Ich dachte, es wäre meine Entschuldigung. Vor allem meine Spind. Oh, Alter. Ganz ruhig, es ist nichts, nur ein Fehler. Ich entschuldige mich, okay? Oh, Alter. Jetzt warte doch mal eine Sekunde. Du willst kämpfen? Okay, dann komm her. Pech gehabt, Kollege. Wir sind halt stärker. So. Vor allem, wir sind ne, besser bestückt. An Waffen. Ja. An Waffen, ja! Vampi! Ja, was denn? Was das ist denn? Running Gag geworden, so das normal. Muss ich doch immer mal wieder erwähnen. Ja, stimmt. Genauso auch wie, oh mein Er Gott! Steht! Er steht! Genau. Ja, super. Da habe ich ja was losgetreten ja, hier. The Super Perforator. Cheers! Ja. Danke, Santa Maria. Ja. So, und jetzt können wir nochmal zum Oppis zurückkehren mit unserem wunderbaren Schwert in der Hand. Ja. Also er hatte so viel Unglück, der Ärmste, den wir den Talisman da untergebracht haben. Mehr Unglück kann man nicht haben. Nee, er ist ja tot. Jo. Da kann man wirklich kein Unglück mehr haben. Komm her. Sie sind hier immer wirklich. Ja, nochmal zum Talisman. Ja, rauch du mal deine Pfeife, genau. Der Typ hat mich gesehen und mich angegriffen. Und naja, ich hab ihn getötet. Oh, da hat er Speskes. That is assuredly bad luck for him. Cool. The cost to my customers. Das freut uns. They will be pleased to hear this. As before. Accept this with my gratitude. Opa ist glücklich. Oh, ein antikes Medaillon hat er uns gegeben. Cool. Und 3 Erfahrungspunkte. Nice. Yay. Tja, soll ich sonst noch etwas für Sie tun? You are a module employee. Perhaps you can work for me again someday. Alter. Keep up the excellent job. Vor allem den 6 Pfaden. Ich weiß jetzt nicht warum, aber jetzt muss ich an die Anime-Serie Naruto denken. Ich muss jetzt eher an den Laden, wollte ich jetzt schon sagen. Nee, Quatsch, an den Film denken, Needful Things in einer kleinen Stadt, wo der Teufel als Verkäufer in eine Stadt kommt und die Leute da fertig zu machen. Okay. Ja, das mache ich. Bis dann. Um euch das kurz zu erklären, liebe Leute, auch wenn ich jetzt vielleicht spoiler möglicherweise. Es gibt nämlich bei Naruto eine spezielle Fähigkeit, die nennt sich Rinnegan. Und das heißt übersetzt das Auge der 6 Pfade. Deswegen kam ich da nicht drauf. Okay. Ja. Deswegen nämlich auch, das hat nämlich so 6 Kreise im Auge, so ungefähr. Also der Besitzer hat dann 6 Kreise in seinen Augen. Und die symbolisieren dann alle jeweils ein Pfad. Deswegen auch 6 Pfade, weil er 6 Kreise hat in seinen Augen. Klingt ein bisschen merkwürdig, ist aber so. Klingt komisch, ist aber so.
Oh, wir haben 16 genau. Punkte. Krass. Ja, und jetzt müssen wir unbedingt mal unser Hacken verbessern. Weil wir müssen ja noch die letzte Mission für die Nosferatu im Kamikaze-Zen, war das, glaube ich, erfüllen. Ganz schön teuer. Ja, machst du mal so, erhöhen wir dann unsere Geistesschärfe, die, wo dann auch unsere Verteidigung mitsteigt, oder einfach nur Computer? Naja, Geistesschärfe bringt halt mehr, ne? Von daher, ja komm, geben wir ruhig aus, passt. Gut. Können wir vielleicht noch Nachforschungen verbessern mit unseren 4 Punkten? Weil da haben wir bisher nur einen Punkt. Unterkenntnisse. Da, ja. Ja, siehst du, können wir auch noch machen. Perfekt. Ja, können wir machen. Okay. Okay. Und noch einen kleinen Bonuspunkt, den verwahren wir uns. Genau, und jetzt gehen wir mal in dieses nette Haus hier, wo wir nämlich einen weiteren NPC treffen werden. So wie du gerade die Kamera gedreht hast, war das ja garantiert eine interessante Kopfbewegung. Genauso wie bei, ne? Wesker! Eine geniale Parodie von Resident Evil 1, Leute. Ja, schaut es euch unbedingt an. Und da ist, glaube ich, das Mädchen, das du mal angesprochen hast, nämlich die Dämonenjägerin. Mhm. Guck doch nicht so böse. What? Iep! was? Ich bin der Tod. Ja, in Klammern heißt immer, dass sie eine andere Sprache spricht, deswegen. Mhm. Als Englisch. Ah, ja, schön. Danke, kein Bedarf. Wer bist du? Obi-Wan Kenobi. I come to this city for the blood of the demon that killed my master. Do not interfere. My revenge will cut through you if it has to. Ja, liebe Leute, wir hatten jetzt schon mit Vampirjägern zu tun. Jetzt haben wir auch noch eine Dämonenjägerin. Und ihre Augen sehen irgendwie leicht creepy aus. Aber naja, okay. Was für ein Dämon? I hunt Hengeyokai. My sensei killed demon that killed my father. And now I take the life of his killer. I follow trail of corpses from Japan to Rosu and Geresu. Just say now, dude. Hengeyokai is here, and it will die here. Hey. Ja. Was ist denn ein Hengeyokai? Hengeyokai is a demon that hides in the skin of man. But it is not man. Okay, klingt interessant. Was da der für ein Blick? Also so ein halbes Kopfschütteln, so, nee. So wie du immer, ne? Haben sie irgendwelche Schäden davon getragen? Nein. Ah, schön. Ach ja. Weißt du denn, wo sich dieser Dämon aufhält? I know he is nearby. Guck doch nicht so böse. Und wie kann man M in einer anderen Sprache sagen? Das hört sich doch immer gleich an, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber naja. Woher weiß ich denn, dass ich einen getroffen habe? Okay. Tolle Antwort. Grinst, das freut sie. Ja. Oh Mann, du bist so bescheuert, das macht mich glücklich. Ja, toll. Ja, das hilft natürlich ungemein. Wenn ich einen sehe, lasse ich es dich wissen. Pontone? I appreciate your concern for my vengeance. Arigato gozaimasu. Do not pity Hengeyokai. It is a bad demon. The kind that make little girl into hunter. Ja. Der aus kleinen Mädchen Jägerinnen macht. Bevor ich gehe, habe ich noch ein paar Fragen. Was? Was? Wie bitte? Was weißt du über die Kuijin? They are ghost people. Ghosts and dead person. I do not like Kuijin. I do not like demons. Ja, ist verständlich. Ich mag auch keine Dämonen. Ich nehm's dir nicht krumm. Ich hab noch eine andere Frage. Was? Was? Oh Gott, dieser Blick. Kannst du mir sonst noch etwas über diesen Hengeyokai sagen? Hengeyokai sagt. Nach Fisch, okay. Sakana. Fishes. I don't know why. Maybe other demons know why.
Okay. Gerüche helfen mir nicht sonderlich weiter. Ich versuche es mal anders. Bis dann.